Namibia hat schwere Vorwürfe gegen Umweltministerin Steffi Lemke und ihre Partei, die Grünen, erhoben. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtet, plant das Umweltministerium, die Einfuhr von Jagdtrophäen geschützter Arten aus dem afrikanischen Land zu verbieten. Dem Bericht zufolge reagierte Namibias Umweltminister Pohamba Schifitta mit drastischen Worten auf die Ankündigung der Grünen-Politikerin. Wenn Deutschland uns die Trophäenjagd unmöglich machen will, ist das eine gesetzeswidrige neokoloniale Einmischung, die der internationalen Rechtslage zuwiderläuft. Wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass Deutschland uns das antut. Unsere Länder sind ja Freunde. Deutschland und Namibia verbindet eine gemeinsame, wenngleich auch wenig rühmliche Geschichte. Namibia war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie und hieß damals Deutsch-Südwestafrika. Mit der Unabhängigkeit 1990 habe Namibia den Natur- und Artenschutz in die Verfassung aufgenommen und seine Wildbestände deutlich gesteigert, erklärte Umweltminister Schifitta.